Was geht ab, YouTube? Wir gucken uns heute das neue ABK-Video an. Sinan G will meine Adresse, also hat mein Kollege gefragt. Keine Ahnung warum, echt. Ich küsse eure Herzen. Wir sind live auf Twitch. Kommt gerne in den Stream. Erster Link. Ich liebe euch, ich liebe mich, ich liebe euch, ich liebe mich. Hier war die letzten Wochen so viel los. Ihr wisst gar nicht, was alles hier bei mir passiert ist. Und heute spielen wir das Spiel Super Mario All-Stars. Vielleicht kennt ihr das. Das war damals. Die Rentner unter euch kennen das Ganze sogar noch. Ich bin wirklich... Ey, Digga. Bin ich alt, wenn ich das kenne? Nein, oder? Wirklich, ohne zu lügen, so richtig, richtig hart verblödet. Eines Nachts, weiß ich noch, da saß ich auf Toilette mal wieder. Dann habe ich mir auf TikTok so ein paar Livestreams reingezogen. Der Manuelsen hat Holland verbot, weil er gegen die Marokkaner geschossen hat. Ja, nee, es gibt auf Türkisch ein Sprichwort. Wallah, Bruder, ich sage dir eine Sache, Bruder. Und das sage ich an jeden. Wallah, an jeden. Es geht mir hauptsächlich darum, yo, entscheid dich, yo. Oh mein Gott. Es gibt auf Türkisch ein Sprichwort, ja? Und das sage ich zu jedem, ja? Wallah, entscheid dich, ja? Ist mir direkt eingefallen, was mich von diesen Leuten unterscheidet. Ihr wisst ganz genau, auf meiner Studienbescheidung steht mittlerweile sogar V. Christus drauf. Also, die wissen gar nicht mehr, seit wann ich eingeschrieben bin. Jedenfalls habe ich dann ein... Ich studiert einfach immer noch, Bruder. Überlegt mal. Überlegt mal, als ich ihn damals in den Vlogs in der Uni besucht habe. Digga, das, wann war das? 1989? Irgend sowas um den Dreh? Der studiert immer noch. Digga. Einfach ganz, ganz schnell meine Studiengebühren überwiesen. Ich war quasi ein paar Tage vor Ende der Deadline und das Ganze ist mir nur eingefallen, weil ich mir TikTok-Live-Matches angeguckt habe von irgendwelchen Leuten, weil sonst hätte ich wirklich vergessen, meine Studiengebühren zu überweisen und ihr wisst, was das heißen würde. Das sind sehr, sehr schwiegende Themen. Aber ich überlege wirklich sogar ein drittes Studienfach anzufangen demnächst, nämlich deine Mutterwissenschaften, aber ich weiß nicht, ob ich das Fach so einfach bestehen werde, weil der Professor scheint sehr, sehr streng zu sein und der mag mich auch nicht so. Wenn es um geht, ich bin ein Professor, ich schwör. Ich habe eine Wissenschaft daraus gemacht. Aber bevor ich überhaupt irgendwie was anfange zu studieren, muss ich erstmal mein Leben in den Griff bekommen. Mein Schufa-Score ist so schlecht, kann mir keine Handyverträge mehr machen, keine Wohnungen mehr mieten oder sonst was. Ich, mit 1 Million Abonnenten, habe einen Schufa-Score von 9,91. Leute, das ist so schlecht, das heißt... Ist es hart? Ja, moin Leute, Bro, Digga. Du bist ein... Du bist mit dem Insolvenzträger gleichzustellen. Jetzt kann ich mir halt keine Kredite und sonst was nehmen. Ist aber eh haram, durfte ich eh die ganze Zeit nie machen. Deswegen habe ich halt keine Immobilien, kein gar nichts, außer WLAN-Katzentoiletten. Ich habe gerade eine Nachricht vom DHL bekommen, dass ich in Japan ein Paket abholen soll. Ich bin fast am Ziel angekommen. 9,9 ist wie 99%. Ja, ne, 9% Chance, dass er Schulden zurückzahlt. Oh mein Gott. Ja, normal, ich verstehe dich auch voll. Okay, du hast eine mieshässige Handschrift. Oder genau. Hat er sich jetzt nach Japan ein Paket liefern lassen? Walla, ABK, du bist krass. Salvatore ohne Sub, Walla, brech mir doch nicht mein Herz. Ich hab Paket hier, weißt du? Das Paket erstmal aufmachen. Ich bin geklappt. Wo kann man sein Schuh? Ich würde es auch gerne sehen, ja? Junge, was eine epische Sammlung. Displays sind eine Art Metallposter, die deine einzigartige Leidenschaft verewigen. Via Magnet werden sie innerhalb von 20 Sekunden ohne Bohren und Hämmern an deiner Wand befestigt und bleiben dir dennoch ein Leben lang treu. Wische einmal über deine Wand, klebe die Schutzfolie dran, Magnet drauf und voilà. Ey, soll mir mal auch Placement geben, alle. Displays. Hier, guck mal, siehst du das Display? Wie viel Platz an meiner Wand ist? Guck dir das mal an. Da, hier könnte dein Ding, check mal ab, Cousin, ja, ruf mal an. Metallposter sind umweltfreundlich und stabiler als alle Poster, die du jemals hattest. Für jedes verkaufte Poster wird ein Baum gepflanzt. Display wiegt über 1 Million Designs. Die Produkte sind hochwertiger Metalldruck und werden von ihrem Ersteller persönlich signiert. Display liefert weltweit innerhalb von nur 4 bis 5 Tagen. Zurzeit feiert Display das sogenannte Sammlerfest. Und hier könnt ihr exklusive Designs finden, wie zum Beispiel Cyberpunk 2077. Verwende jetzt den Link in meiner Beschreibung oder verwendet den Code und kassiert 29% Rabatt für ein Display, 35% für 2 bis 4 und 40% für mehr als 5 Displays. Kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. Sinan G will meine Adresse haben. Ah, oh, du Hund, ne? Es ist kein Spaß, Leute. Sinan G hat einem Kollegen von mir geschrieben, der auch damals ein Kollege von ihm war, und ihm gesagt, dass er meine Adresse... Bruder, ich schau gerade, Snapchat hat er mir geschrieben. Das hat er nicht mal gespeichert. Bruder, Sinan G hat mich mehrmals nach deiner Adresse gefragt. Sinan G hat Norega auf Snapchat nach... Hä?
Charakter haben möchte. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal bei meinem Bruder Sinanji persönlich bedanken. Er hat mir nämlich diesen geilen Gaming-Stuhl gesponsert, weil er ihn nicht mehr braucht, weil er meinte halt, er hört auf mit Live-Gehen. Ich frag mich nur, warum der mir den in so einer Leoparden-Optik gegeben hat. Aber ich glaube, das hat keine persönlichen Gründe oder so. Ja, Mr. Flutschi. Und Sinan, Bruder, du hast auf jeden Fall so ein paar Sachen bei mir zu Hause vergessen. Das hier hast du noch hier liegen lassen. Was ist das? Warum ist das so komisch? Ich würde nicht anfassen, Cousin. Ey, da ist noch was von Sinan. Sein Synthesizer-Keyboard hat er hier liegen lassen. Guck mal, was ich jetzt kann. Guck mal. Wisst ihr, was viel lustiger war? Letztens war ich mit meiner Mutter beim Arzt, ne? Und ich war ungelogen 7 Stunden mit der dort. Auf jeden Fall hat dann der Arzt mit meiner Mutter so ein paar Tests gemacht, ne? Und ich weiß nicht, wer diesen Arzt hat, ne? Er fängt so an, meiner Mutter so Fragen zu stellen, um zu gucken, wie klar die bei Sinne ist. Weil er hat mich gesehen und dachte ich, ey, wer so ein behindertes Kind hat wie mich, und der kann nicht ganz normal im Kopf sein. Also das erste, was meine Mutter machen musste, sie sollte ihre Hände so ausstrecken. Und dann hat er sie gefragt, 100 minus 7. Und auf einmal meine Mutter wird nervös. Die guckt mich so an, die sagt auf Marokkanisch, sag mal. Boah, das ist hart, Redis. Weil ich weiß, was deine Mama für eine Krankheit hat, das ist ehrlich hart, ja? Das ist bestimmt voll traurig für ihn, ja? Und ich bin wirklich wie so ein richtiger Deutscher fair geblieben, objektiv, meiner Mutter gegenüber. Hab einfach so gemacht. Boah, mein Gott. Ich dachte, die Ärzte müssen das checken, weil wenn ich das jetzt vorsage, vielleicht kriegt ihr dann eine Fehldiagnose, ne? So ein war ich, ne? Und dann sitze ich da so und mach so. Und Leute sagen, Kasa, die denken dann schon Demenz. Und ich überlege so, wenn die im Pflegeheim ist, dann könnte ich auf jeden Fall geilere Sachen machen. Du AGK, Digga, ja? Ich sag das auf Marokkanisch. Weiß ich nicht. Der Arzt guckt so, der beobachtet einfach so unser Gespräch, ne? Und dann habe ich das meiner Mutter übersetzt. Habe ich dir gesagt, du hast 100 Euro. Du ziehst davon 7 Euro weg. Direkt macht die so. 93 Euro. Die wusste direkt die Antwort. Auf einmal, die war krass. Pythagoras kam persönlich vorbei, hat der High Five gegeben. Dann hat der Arzt gesagt, jetzt die Hände andersrum und noch eine Frage gestellt. 93 minus 7. Und meine Mutter guckt mich wieder so an. 86. 93. Ich so, nein, Mama, nochmal minus 7 Euro. Meinte, warum nochmal minus 7 Euro? Ich hätte doch gerade schon 7 Euro abgezogen. Die hat sich voll verarscht gefühlt, ne? Mama, das ist doch ein Test. Die Ärzte müssen doch gucken, wie schnell du reagierst und so deinen Reflex. Voller Starkpurple, ne? Die gucken mich so an die ganze Zeit. So nach dem Motto, du scheiß Kind, wozu hab ich dich auf die Welt gebracht? Sag doch bitte einfach die Antwort, ne? Hättet ihr in diesem Moment eurer Mama die Antwort gesagt? Weil ABK hat schon richtig gesagt, weil der Arzt versucht ja zu gucken, was eine Diagnose die Mama hat. Weißt du? Und wenn er ihr jetzt die Antwort voraussagt, dann vielleicht kommt der Arzt zu einer Fehldiagnose. Und dann, verstehst du? Und dann kann das nicht behandelt werden, unsere Geschichten. Ist immer schwer, Digga, ja? Überall an dieser Stelle, Leute, abonniert alle meinen Mathe-Nachhilfe-Kanal. Zurück zum Thema. Und sie weiß die Antwort nicht. Sagt die ganze Zeit, ja, aber warum nochmal minus 7? Das ist genauso wie, zum Beispiel, deine Mama muss leider Medikamente nehmen, beispielsweise. Und die will die aber nicht nehmen. Und du denkst dir, dann soll ich ihr jetzt die geben oder scheiß drauf, heute musst du die, weißt du? Was ist denn jetzt der Grund? Du, ich meinte, Mama, du kennst auch Deutschland, die ziehen immer irgendwas von dir ab. Mach einfach, bitte. Dann hat die so 2 Tage überlegt. Ich hatte richtig Angst in diesem Moment, dass irgendein Straßenumfragen-YouTuber kommt und dann meine Mutter so interviewt. Und dann habe ich dir einfach die Antwort vorgesagt. 86. War der Arzt voll übermotiviert, ne? Meine Mutter ja auch, die hat so selbstbewusst geguckt. Dann sagt er zu meiner Mutter, jetzt mal die Hände wieder so und jetzt buchstabieren sie Radio rückwärts. Aber nach R-A-D. O-I-D-A-R. Ist richtig? Gerade verarschen, Radio rückwärts. Meine Mutter, wo die diese Aufgabe nicht lösen konnte, guckt mich so an und sagt zu mir, warum macht dieser? Der sieht, ich hab schiefer Hals, schiefer Rücken, ich kann nicht laufen, der stellt mir solche Fragen, was will der von mir? Moment, meine Mutter ist Analphabetin und der guckt mich an. Analphabetin, oh geil, oh ja, oh meine Kleine. Ich sag, nein, meine Mutter ist Analphabetin, sie kann nicht lesen und schreiben. Er sagt, ach so, okay. Dieser Arzt, der dachte wirklich, okay, die Matheaufgaben, das war der Bachelor und dieser Buchstabierwettbewerb ist der Masterabschluss von der Uni. Als er so meiner Mutter diese Frage gestellt hat, dachte ich wirklich, ey, unter diesem Arztkittel steckt bestimmt Manuelsen mit einem Schlitten und fährt gleich wirklich. Meine Mutter hat mich gerade zu einem Buchstabierwettbewerb eingeladen. Die meinte, ich soll mal kurz ungewolltes Kind rückwärts buchstabieren. Wisst ihr, warum ich dieses Spiel schon seit meiner Kindheit so liebe? Weil man hier einfach nur weglaufen muss. Wenn wir schon bei Nostalgie, Kindheit und sonst was sind, ich habe letztens allen Ernstes eine ganz, ganz alte SD-Karte von mir gefunden. Aus dem Jahre 2014. Ich möchte mir einfach mit euch gemeinsam diese SD-Karte angucken. Und da sind so peinliche Sachen drauf.
Jetzt kommt's, Digga. Der war damals so dünn, Digga. Man denkt gar nicht, dass das LBK ist, ich schwöre. Hier sind auf jeden Fall noch Fotos, die ich über WhatsApp verschickt habe. Ich sehe hier ganz viele Schwarzbilder. Ey, alte Skate-Videos von mir. Walla, guckt euch das mal an, Bruder. Da hatte er noch Oberschenkel gehabt, die normal zu einem Menschen passen. Guck mal, wie ich da noch aussah. Krass, Alter. Ach, da hatte ich noch kein Übergewicht. Ey, hier ist sogar ein Song von mir. Rap der Extraklasse, Rap für die Masse. Rap mit dem Niveau einer Mercedes-S-Klasse. Let me smoke till I'm hard, so I know who am I. Warum rappst du Englisch, Junge? Ich hab bis heute noch keinen Führerschein. Guck mal, wie ich da aussah. Boah, da hab ich doch Jura studiert. Genauso sah ich da aus. Boah, nein, Junge. Guck mal, wie ich da noch aussah. Walla, wie lieb, gell? Seid mal ehrlich. Wie lieb, Digga. Minderjährig. Ich hätte Sinanji richtig gefallen, glaube ich. Nein, nein, nein. Ich habe euch des Öfteren erzählt, dass ich auf Frauen ab 45 stehe, ne? Und als ich 21 Jahre alt war, so peinlich, hatte ich was mit einer älteren Dame zu tun. Die war wirklich, ich glaube, 46, 47 zu dem Zeitpunkt. Und hier sind ein... Das hat er nicht gezeigt. Das hat er nicht gezeigt. Ey, Chat, ich schwör bei Gott, er sagt die Wahrheit, gell? Er war richtig verliebt in die. Das war seine erste große Liebe. Ein ernstes Bild da drauf, wo ich mit ihr unterwegs war. Guck mal hier. Da werde ich geküsst. Oh mein Gott. Da küsst du auf den Mund. Was? Bruder, nein. Bruder. Bruder. War er mit halbem Auge noch offen, diese... Damit man diese Küssen beobachten kann. Nicht mal mit Gefühl, Augen sind geschlossen, sondern mit halbem Auge noch offen, dass du diese verfaltete Lippe sehen kannst und so. Cousin! Richtig unangenehm. Oh schon mein wirklich. Gott, Digga. Hier lag ich einfach neben einer Frau im Bett. Ekelhaft. Ach du Scheiße, was für ein Fukuela-Hanfred. Guck dir... Alle Cousin, alle, Walla. Mal an, Bruder, was war das? Ich schwöre, ich war wirklich zu der Zeit schlimmer als heute. Ich möchte von keinem auf dieses Video angesprochen werden. Einfach so peinlich, Leute. Das war's mit dem Video. Entfolgt mir bitte, deabonniert mich überall. Und boah, ich hätte niemals gedacht, dass er diese Bilder zeigt, Digga, gell? Mach in Ruhe. Krass, lustiges Video, ich schwöre, Digga, ja? Okay, nächste Video, Daddies. Der LBK hat einen Schaden, Cousin, ja? Mein Gott, der hat richtig einen an der Schüssel, Digga. Mama, ich weiß, was dich interessiert. Es ist hier so leicht, sein Gesicht zu verlieren. Zwischen Krise und Wohlstand, bra, wollte ich dir nur die Miete im Monat zahlen. Walla, mach para, inshallah, nützt das was? Denn ich fütter die Hand, die gefüttert hat. Ich hab auf die Chance nur gewartet. Rap la rue, ich komm von der Straße.